Hallo ihr draußen, willkommen zum nächsten Video. Ja, das ist jetzt nur ein ganz kurzes Ankündigungsvideo. Oh, hab ich gerade FPS-Einbrüche? Okay. Ist nur ein ganz kurzes Ankündigungsvideo. Und zwar der Server gamingbookie.de. Ähm, wird jetzt die nächsten Tage erstmal ein bisschen offline gehen. Ich habe wirklich gerade FPS-Probleme. Jo. Der Server wird von morgen, morgen ist Mittwoch, irgendwann wird er so ein mittags, mittags zugehen und ähm, wird dann bis. Samstag geschlossen bleiben, ähm, denn wir wollen neue Comments, wir wollen neue Möglichkeiten und wir wollen einfach äh, die Map resetten, ähm, beziehungsweise alles nochmal neu, weil wir haben, es, es sind jetzt viel, viel zu viele Spieler OP und neue Spieler haben einfach gar keine Chance mehr, ähm, vernünftig mitzuspielen. Ähm, das ist einfach das Problem, was wir momentan haben, deswegen ähm, ja haben wir uns überlegt, dass wir jetzt nochmal einiges sehr, sehr neu machen werden. Wir werden, ähm, aber damit nicht die User alle zu enttäuscht sind, wir werden, ähm, ähm, ja für euch neue Möglichkeiten einbauen, so dass ihr auf jeden Fall wieder viel viel mehr Spielspaß habt, auch wenn ihr auch wenn ihr nicht mehr die ganzen OP-Sachen habt. Aber das war letztlich auch unser Ziel, dass man nicht ewig die OP-Sachen hat, weil sonst ist der Spielspaß einfach total raus und ab und zu muss man eben mal ein bisschen was neu machen, was die Map angeht. Ja, bedeutet der Server ist wie gesagt bis Samstag offline, circa 20 Uhr. Am Samstag werde ich einen Stream machen. Der könnte, der geht so grob um 19 Uhr los. Auf Twitter werde ich auf jeden Fall nochmal ähm, genauere Infos posten und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeigucken, wenn ihr wissen wollt, wann der Stream genau losgeht. Und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall die Infos rausklappen. Äh, Aber gerechnet einfach mal, Samstag definitiv Stream. Geht nur irgendwie, es hängt noch ein bisschen an der Uhrzeit. Ich gehe von Grob 19 Uhr aus. Möchte ich aber noch nicht hundertprozentig beschwören. Aber es sieht sehr stark nach 19 Uhr aus. Und da wird der Server halt dann quasi neu eröffnet. Es gibt ein schönes Drop-Event. Es wird, es wird andere Möglichkeiten. 1v1 wird nochmal umstrukturiert. Das ist ein bisschen schöner. Es ist ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ein bisschen mehr 1 für 1 spielmöglichkeiten wird es geben. Und, ähm, ja, das ist der Plan für den Server momentan. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich. Samstag im Stream, natürlich in den nächsten Videos auch noch. Und äh, dann würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeigucken würdet. Haut rein, Leute. Und jetzt drücke ich Escape, gehe auf Outer City und dann war es das mit der Folge. Tschüss.